Hallo Leute, na was geht? Heute nehme ich euch mit zu meinem ersten Maniküretermin in meinem Leben. Ich habe mir da was ganz Geiles rausgesucht, was ich im Internet gefunden habe. Und ich nehme euch jetzt einfach mal mit und filme da vielleicht eine kurze Sequenz. Und zeige euch natürlich danach auch das Endergebnis. So, das hier ist das Bild. Wie ihr sehen könnt, sind es so Raindrop Nails, also mit so Bubbles drauf, als ob es geregnet hätte. Und jetzt sehen wir mal, ob wir das Ergebnis möglichst ähnlich hinbekommen können. Ich schaue mal noch, welche Farbe ich mache. Aber so in die Richtung sollte es schon gehen. Zumindest vom oberen Finish jetzt. Und ich wollte auch euch meine geile neue iPhone-Hülle zeigen. Ooh, yeah. So special. Und überall sind kleine Sternchen. It's raining. Was für eine nice Hülle, oder? Ich verlinke euch noch den Link drunter, wo ihr die bekommen könnt. So sehen jetzt die fertigen Nägel aus. Ich bin jetzt daheim und ich finde es ist sehr geil geworden. Ich wollte diese spitz haben und dann gab es noch so einen schönen schimmernden holographic mäßigen Nagellack und richtig schöne Claws habe ich bekommen. Und das mit den Drops, da habe ich leider den Film verloren bzw. meine Speicherkarte war voll und das Video hat dann abgebrochen aufzunehmen. Die hat halt das normale Gel drauf getan und dann das Farbgel, das ich mir aussuchen durfte. Und dann hat sie mit normalem durchsichtigen Gel diese Bubbles drauf getan mit so einem Applikator. So sieht das Ganze dann aus. Ich bin total zufrieden mit dem Ergebnis. Ja. So sieht das aus. Ich bin richtig happy damit. Yes! Wie findet ihr es? So sieht das Ganze im Close-Up aus. Und klar, wenn ich mal eine Maniküre kriegen muss, muss es natürlich entweder was total Verrücktes sein oder was ganz basic ist. Und ich habe natürlich mich für die verrückte Variante entschieden. Das war im Beauty Point Wangen bei Stuttgart. Haben sie ganz gut gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und schaut immer wieder mal rein. Abonniert mich und ja, viel Spaß und bis nächstes Mal. Ciao!